Morgenstund hat kein Blatt vorm Mund. So könnte das Motto der 9-Uhr-Show lauten. Ab 24. Mai bringen zwei neue Gesichter frischen Wind ins Vormittagsprogramm. Britta von Lojewski und Birgit Janssen. Fragen befragen. Antworten gibt es nur in der 9-Uhr-Show. Das stimmt. Auch nach dem Frühmagazin müssen Sie auf Aktuelles und Kurioses bei RTL nicht verzichten. Die 9-Uhr-Show präsentiert Infotainment in seiner besten Form. Mit Themen, die den Morgen spannend machen. Teamarbeit ist nötig, um immer den Nerv der Zeit zu treffen. Miteinander sprechen. Jeden Tag gibt es 5 Themen. Dazu gibt es dann Gäste und Talks. Mit Betroffenen und 2 superklasse Moderatorinnen. Zwei Frauen mit Pep und Power, die nichts dem Zufall überlassen. Witzig und frech. Oder ernst und einfühlsam. Das Frühmagazin, die 9-Uhr-Show, Serien und Gameshows. Das ist der Vormittag bei RTL. Rund und komplett. Eine neue Sendung und gar kein Lampenfieber? Ich habe gehört, das ist auch nicht so ganz einfach. Viel unheimlich abgehoben und so ein bisschen, wie heißen die? Die 2 Moderatorinnen gehen es schwungvoll an. 24. Mai, morgens um 9. Und wie es immer so schön heißt, wir zählen nicht nur Sie, sondern auch auf Sie. Stimmt. Die Selbstschutztruppe von Somalia mit der Bundeswehr in ihrem ersten Kriegseinsatz. Kindesrettung oder Kindesentführung, der Missbrauch mit dem sexuellen Missbrauch. Prügel von der Polizei, SEK-Kommando als Schlägertruppe. Jetzt gleich in Spiegel TV. Nicht einen Fisch. Na, was meinst du? Haben wir genug Geld? Wie möchten Sie zahlen? Mit meiner Visa-Karte. Danke. Ja, gerne. Deutschland ist schön, seine Landschaften typisch, die Bauwerke weltberühmt. Man legt Wert auf gepflegte Gastlichkeit und ist stolz auf seine Spezialitäten. Erdinger Weißbier, naturtrüb mit feiner Hefe, herrlich erfrischend, unübertroffen im Geschmack. In der Flasche gereift, die Krönung altbayerischer Braukunst. Heute wollen wir uns einmal den Grand Canyon anschauen. Da, das ist er. Über Millionen von Jahren hat die Natur hier eine Landschaft hingestellt, wie bei den Kalmai-Fischbienen von Bad Segeberg. Und was machen die Amerikaner? Nennen das ganze Colorado nach der bunten Mischung von Haribo. Typisch. Das neue Deliar. Noch besserer Schutz für eine schönere Bräune. Die schönere Bräune, der sichere Sonnenschutz, das neue Delial. Der heiße Stuhl, Deutschlands Fernsehstreit. Können Sie mir kurz zuhören, bitte? Nein. Wer auf dem heißen Stuhl sitzt, muss seine Thesen gegen 5 Gegner verteidigen. Wunderbar. Moment. Können Sie mich verarschen? Ich will nicht diskriminierend sein. Der heiße Stuhl ist keine lauwarme Runde. Er ist knallhart und kontrovers. Schlampige Schluckerinnen? Nein, Mann. Ich nicht. Sehen Sie das Original nur bei uns. Der heiße Stuhl, jeden Dienstag 22:15 Uhr bei RTL.